Ja, Obacht. Ja, Obacht heißt auch wieder am 25. Juli mit Witz vom Olli. Kurze Info, heute Abend rede ich live auf in Augen. Es ist geplant, Open Air in der Weinberge. Wenn das Wetter schlecht ist, gehen wir in die Halle. Keine Sorge, Veranstaltung findet statt und es wird interstellar. Tim Vogel hat mir vor 3 oder 4 Jahren Witz geschickt. Plötzlich ist er aufgetaucht. Obacht. Hübsche Frau, muss ich dazu sagen. Hübsche Frau kommt zum Fotograf, lässt Passfotos machen und nach den Passfotos fragt er ganz verlegen: Entschuldige, sehr gnädige Frau, darf ich Sie auch nackt fotografieren? Dann sagt sie: Ja, wenn es Ihnen jetzt kalt ist. Ja, wenn es Ihnen jetzt kalt ist. Das ist so mein Format. So kurz, knackig und ja, vielleicht auch auf Bodenniveau. Okay, gebe ich zu. Aber jetzt Deckung, es wird nur schlimmer. Nichts für schwache Gemüter an der Stelle, muss ich dazu sagen. Frau kommt zum Arzt, er untersucht sie und nach der Untersuchung sagt er: Sieht aus, als wäre sie schwanger. Da sagt sie: Was, Herr Doktor, ich bin schwanger? Da sagt er: Hören Sie mal zu, was ich sage. Ich habe nur gesagt, sieht so aus. Ich hab nur gesagt, sieht so aus. So, jetzt kurz, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Das Gleiche wie immer: Bleibe gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird's wieder ernst. Und der Olli geht jetzt Weckler holen und dann gibt's ein schönes Frühstück: Laugenweckler mit Butter, ein bisschen Schinken dazu. Ja, und dann auch noch Marmelade, Gselsbrötle, wie man bei uns sagt. Und dann ist die Welt ein wunderschöner Platz. Lasst es euch gut gehen, passet auf euch auf und am anderen Ende war der Olli.